Wir stehen gerade in Neuenburg auf dem Gelände der zukünftigen Landesgartenschau, die im 2022 stattfinden wird, und haben gerade den Schaugarten der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin fertig gepflanzt. Mit mir steht jetzt gerade Nils Degen, der Geschäftsführer der Landesgartenschau, und wir sind ganz neugierig. Herr Degen, was macht diese Gartenschau im kommenden Jahr so besonders? Erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen hier auf der Landesgartenschau. Diese Gartenschau ist in mehrerer Hinsicht besonders. Einmal haben wir das Thema Trinationalität. Wir sind eine Region im Dreiländereck. Wir möchten Beiträge und Besucher aus der Schweiz, aus Frankreich und Deutschland hier nächstes Jahr begrüßen. Und der zweite Punkt, was auch alle drei Länder verbindet, das ist der Rhein. Und das ist also auch ein Beitrag oder ein Thema, ein Konzept, was wir allen Ausstellungsbeiträgen mitgeben, sich mit dem Thema Rhein auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das haben Sie auch gemacht. Und wir sind gespannt, wie sich dieser Beitrag dann entwickelt und was daraus entsteht. Wunderbar, wir freuen uns sehr auf 2022 und dann zu sehen, wie Farben im Fluss unser Schaugarten zu neuem Leben erwacht und eben mit bunten oder farbenfrohen Pflanzen eben hier auch die Besucher dann erfreut. Vielen Dank! Unser Schaugarten ist jetzt fast fertig gepflanzt. Ich habe ihn angelegt zusammen mit unseren Auszubildenden. Da hätten wir einmal Samuel, Jenny, Michelle und Jasmin. Und die Auszubildenden werden jetzt einige Details zu unserem Schaugarten preisgeben. Hallo, ich erkläre euch jetzt das Gartenkonzept. Und zwar hat sich unser Gartenteam überlegt, dass wir ja ganz nah am Rhein im Moment sind, an dem Fluss, und das Thema aufgenommen mit der Form vom Garten erstmal. Hier sieht man Bewegungen, die flussförmig verlaufen, und auch Wasserspiel in der Mitte der Läufe wird zu sehen sein an den Sitzplätzen. Da kann man sich entspannen und genießen in der Farbenpracht, die unsere Gärtnerei widerspiegeln soll, durch die Vielfalt der Pflanzen, die Farbenvielfalt, die sich hier in Farbgruppen, die wir sehen können, gut zeigt. Hallo, wie man sieht, sind wir hier an einem sehr sonnigen Standort. Daher mussten wir uns auch für Pflanzen oder Stauden entscheiden, die die Sonne sehr gut vertragen. Und als Beispiel hätte ich hier zum Beispiel eine Iris. Die hatte ein Rhizom, darin speichert sie Wasser und ist deshalb sehr gut geeignet für sonnige Standorte. Dann weiter haben wir hier eine Salvia. Die Salvia nehmen wir rosa. Und das ist auch eine Pflanze, die wenig Wasser braucht und deshalb hier für diesen Ort sehr gut geeignet wäre. Hier haben wir das Sedum, gehört zu der Familie der Crassulaceen. Und die hat die Besonderheit, durch ihre dicken Blätter kann sie auch sehr viel Wasser speichern und ist dadurch auch gut geeignet für den sonnigen Standort. Als nächstes Beispiel hätten wir hier die Artemisia. Durch ihr graues Blatt ist sie auch sehr gut geeignet für einen sonnigen Standort, da es wie so eine Sonnencreme sich verhält und die Sonnenstrahlen sozusagen abwehrt. Als letztes Beispiel hätten wir hier die Gauba, die durch ihre Struktur auch sehr sonnenverträglich ist und deshalb perfekt geeignet für diesen Standort ist. Und wir uns dafür entschieden haben, sie hier um den Hang zu platzieren.
Gärtnerei war es außerdem auch noch wichtig, nicht nur die Zuschauer zu beglücken, sondern auch die Insekten. Das Thema Umwelt ist ja momentan sehr brisant mit dem Artensterben. Und darum haben wir hier sehr viele Pflanzen gepflanzt, die besonders attraktiv sind für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Also zum Beispiel die Agastache hier, die Duftnessel, zieht besonders gerne Bienen an. Auch die besonders hübschen Echinacea lieben Bienen. Und auch sehr wichtig für uns ist die geöffneten Rosenblüten, die auch sehr nektarreich sind für Insekten. Also wir sind jetzt hier bei unserem neu angelegten Stolpenbeet und da ist es am Anfang ganz wichtig, dass die Pflanzen sofort Wasser kriegen, damit die Bodenkontakt kriegen. Wir haben viel offenen Boden noch. Und die Wurzeln bilden sich jetzt erst im Laufe der Zeit. Und da ist es wichtig, dass die über die nächsten Wochen immer mal wieder mit Wasser versorgt werden. Genau. Und jetzt bis zum Winter hin, über den Winter werden die im Frühling zurückgeschnitten, damit die im nächsten Jahr kräftiger wiederkommen. Die wir in diesem Herbst noch einpflanzen werden und die dann im Frühling für die ersten Blüten sorgen werden.